Okay. Natuurlijk gesloten. Alle Leute hinten kunnen mir auch verstehen? Okay, super. Ich bin nicht so gewohnt, mit Mikrofon zu reden. Also, wenn ich zu hart rede, zu leise bin, zu schnell oder bitte warnen. Ich bin nicht nativ Deutsch, aber ich werde versuchen, das meiste auf Deutsch zu machen. Ich bin Jeroen Pluijmers. Ich habe schon ein paar Leute gesehen, die ich früher mal auf einer Konferenz begegnet habe. Willkommen zurück für die neuen Leute. Ich hoffe, es wird eine gute Session für euch sein. Fast die letzte am der ersten Tag. Also die letzte Session vor das Bier. Leider sind die Folien auf Englisch, weil Deutsch sprechen, das geht noch einigermaßen, aber das Rechtschreiben, das Niederländische Rechtschreiben ist schon schwierig, aber das Deutsche, das ist noch schwieriger. Darmstadt, Extension Methods, Erweiterungsmethoden heißt das auf Deutsch, nicht? Super, dann habe ich das schon gut gemacht. Ich habe einen Blog, ich arbeite für Better Office Benelux. Selber wohne ich in Amsterdam, aber wir machen Projekte und Beratung und so weiter. Auf viele Plätze. Was für uns das Wichtige ist, dass die Arbeit Spaß macht. Und ein Teil von Spaß ist, neue Dinge zu lernen. Anderes Teil von Spaß, das sieht man bei uns am Stand in die Ausstellerraum, ein kleines Gerät mit Webcam, was ein Laserpointer bewegt, was im Bild bewegt. Es ist wichtig, Spaß zu haben, und ein Teil von der Spaß ist, neue Dinge zu lernen. Und ich hoffe, heute Abend kann ich euch ein bisschen über Extension Methods erklären. Wer hat schon mal etwas mit Extension Methods gemacht? Okay, das sind ziemlich viele. Also kann ich die Einführung ziemlich schnell machen. Ich habe einen Blog, auch auf Englisch, weird.wordpress.com. Das ist fast weird, für die Leute, die einigermaßen Englisch sprechen. Das ist mein mittlerer Name und das ist natürlich fun. Um das als Subdomainname zu gebrauchen. Ich werde ein bisschen erklären, über was die Extension-Methoden sein und wieso die benötigt waren in das .NET-Framework. Wer ist schon seit .NET 1 drin? Okay. Und wer seit 2? Wer ist erst in 3 oder 3.5 angefangen? Und bei 4? Okay, also die meisten Leute hier sind schon ziemlich lange in das .NET drin. Gut, super. Wer programmiert in Visual Basic? Okay, ja, das ist eine wirklich gute Sprache, aber es ist in der .NET-Welt gibt es weniger VB-Programmierer als C-Sharp-Programmierer. Und deswegen sind die Beispiele in C-Sharp. Man kann ähnliche Beispiele machen in VB. Und es gibt etwas mit Referenzen, das man in VB machen kann und in C-Sharp nicht. Also jede Sprache in .NET hat seine Schwerpunkte, Sachen, die einfacher gehen in die eine Sprache und Sachen, die in andere Sprache einfacher gehen. Deswegen, wenn es VB-Fragen gibt, bitte nachher in der Ausstellerraum mal vorbeikommen. Und alle Beispiele sind auf bo.codeplex.com da dabei. Und das Hübsche davon ist, dass man die Quellcode nicht nur mit Team Foundation System gebrauchen kann, aber auch mit Subversion. SVN, und es funktioniert eigentlich mit SVN besser als mit TFS. Weil man das Herunterladen mit SVN
zum Beispiel mit Tortoise, das werde ich zeigen, ist einfacher als mit TFS. Wenn man kein Mitglied von das Team ist, kann man das mit TFS gar nicht herunterladen und mit SVN geht es hier einfach. Ich werde es noch einfacher machen, ich werde es auf der USB-Stick kopieren für die Konferenzorganisation und dann kommt es später mal per CD oder E-Mail oder sowas, kommt es bei Ihnen. Wenn Sie das früher eher haben möchten, schreibt mir mal eine E-Mail oder komm mal bei unserem Stand vorbei. Eigentlich alle unsere Sachen, die publik sind, die sind hier auf das bo.codeplex.com dabei. Es ist nicht nur .NET, sondern auch ein paar andere Sachen. C#, VB, Prism, ziemlich hübsche Bibliothek mit Sachen. Okay, weiter für diese Session. Wenn es Fragen gibt, bitte gleich Hand hoch und fragen. Das Ziel ist, ich lerne jede Session. Das Hübsche von Sessions geben ist, dass man ganz viel davon lernt. Aber das Ziel ist, dass euch mehr lernt als ich. Okay. Und am Ende gibt es ein paar Bier für die richtig guten Fragen, die hier gewesen sind. Ich habe gefragt, ob man ungefähr 6:45 ein paar Bier hier, also eher Bier als die Aussteller. Okay. Gerne. Komm mal mit einer guten Frage. ganz einfaches Beispiel. String Reverse, also String umkehren. String umwandeln nach Array, Array umkehren und das Resultat zurückgeben. Der Trick ist in zwei Sachen. Zum ersten Mal, dass die Klasse statisch sein muss und die Methode statisch sein muss. Und dass es das this-Keyword hier gibt. Und wenn die drei da sind, dann kann man es so anrufen. Wenn line ein String ist, kann man sagen line.reverse. Nein, hier, line.reverse string. Es gibt auch, wenn man die system.link namespace gebraucht hat, ein line.reverse. Komme ich später noch dazu. Und man kann auch direkt, weil das ist eine Klasse und eine Methode, direkt die Methode anrufen. Das ist, wie man das früher gemacht hätte. String Helper Class heißt die Klasse dann meistens oder etwas Ähnliches und String Helper Class.reverse String. Das hier natürlich lässt sich viel bequemer als das hier. Okay. Kleine Wiederholung. Die Idee ist, um Instanzmethoden hinzufügen nach einer Klasse, die man selber nicht erweitern kann. Weil der zum Beispiel sealed ist oder von einem anderes Framework ist, nicht ein Framework, zum Beispiel das .NET Framework oder ein Framework, was man gekauft hat und nicht erweitern kann. Sieht immer statisch. Es gibt noch ein paar kleine Sachen dazu. Die Klasse darf nicht nested sein und nicht generisch sein. Und was der Compiler im Hintergrund macht, ist an diese Methode ein system.runtime.compilerservices.extension-Attribut wird hingefügt. Das braucht man eigentlich nicht, um das kompilieren zu können. Das braucht man nur für IntelliSense oder Reflector oder ILSpy oder von JetBrains ist Hedy hier. JetBrains, wer hat gehört von das Reflector-Debakel? Okay, nur machen wir am Ende. Es gibt am Internet, und die Folien werde ich auch hochladen, ein paar tolle Sachen über Einführungen für Extension Methods und ein paar tolle Links für VB Extension Methods. Noch ein paar Beispiele. Zum Beispiel, man kann Extension-Methoden gebrauchen, hinfügen nach einem Interface.
Also nicht, es ist, man kann es nicht nur für Klassen, sondern auch für Interfaces gebrauchen. Und man kann es für eingebaute Typen, Datentypen gebrauchen. Für Klassen, offensichtlich natürlich. Und auf generische Typen. Also zum Beispiel Nullable von T. Also, obwohl man Extension Methods in eine statische Klasse definieren muss, kann man die definieren für auch Datatypen, die nicht Klassen sind. Und damit kann man ein paar hübsche Sachen machen. Es gibt auch ein paar Sachen, die man nicht mit Extension-Methoden machen kann, leider. Es gibt Sprachen, die das Begriff Extension Methods erweitert haben. Und zum Beispiel Operatoren zulassen oder Properties zulassen. Das ist leider in C# und in VB nicht möglich. Und es ist auch nicht möglich, um statische Methoden hinzufügen. Und der Grund ist, die Methode muss schon statisch sein, also kann nicht eine statische Methode von der Klasse selber hinfügen. Microsoft hat intern diskutiert, ob man in .NET 4 ein paar von diesen Sachen hinfügen möchte. Haben die erst nicht getan, weil die dynamische Methoden und ein paar andere Sachen wichtiger waren. Also es ist irgendwo in die Reihe, hat jetzt aber noch nicht eine so große Priorität, um hinzufügen. Hoffentlich in der Zukunft. Wenn man Strukturen, wir hatten mal versucht, mit Strukturen was zu machen, mit Extension Methods. Da gibt es ein hübsches Ding. Das hier ist ein Parameter, aber es ist kein Out- und kein Referenzparameter. Also mit Structures, also Records, bekommt man hier eine Kopie von Value. Und da wird ein dahingefügt, auf der Kopie, nicht das Original. Also das hier druckt sich 10 ab. Es wird Ink angerufen. Die Kopie wird inkrementiert. Das Original, das bleibt. Und hier wird 10 geschrieben. Das muss man sich bemerken. Speziell mit Structs. Interfaces und Klassen, das sind offensichtlich Referenzdatentypen und da passiert es nicht mit. Und man kann kein ref gebrauchen. Man kann nicht sagen ref this oder this ref in value. Das geht nicht. Also nicht alles ist möglich mit Extension Methods. Okay. Wer gebraucht Link? Das Hübsche an Link ist, es läuft auf das .NET 2 Framework. Es fügt Features hin auf das .NET 2 Framework. Und das durch Extension Methods. Und es gibt zwei wichtige Klassen. System.linked-enumerable und System.linked-queryable. Und die fügen Extension Methoden zu, zum Beispiel Collection und List und so weiter. Und das ist der Grund, dass Link funktioniert. Also wenn man richtig tief in Extension-Methoden gucken will, muss man mal ein paar Link-Intros suchen oder mit Reflektor versuchen, die Framework Class Library mal anzuschauen. Oder mit ILSpy und so weiter. Das Hübsche an Extension-Methoden ist, es gibt jetzt einen dritten Weg, um Klassen zu erweitern. Aber man muss sich natürlich Vorsicht betrachten. Wenn man die Klasse durch Inheritance oder Containment selber erweitern kann, dann muss man das machen, weil die Code
und die Architektur wird besser sein. Extension Methods sind nur eine Maßnahme zu nehmen, wenn man es nicht auf eine andere Art und Weise machen kann. Das ist sehr wichtig. Und ja, ich weiß von System Dynamic und so weiter, in .NET 4 mit Expander-Objekt kann man noch viel hübschere Sachen machen. Vielleicht mal in einer anderen Session. Okay, also das Ziel ist, dass man der Zukunft von Code sicherstellen kann, weil es unterhaltbar ist. Das ist das Hauptziel von neuen Code zu schreiben. Ich, wie euch, bin ungefähr 80% meiner Zeit beschäftigt, nicht mit neuen Code zu schreiben, aber existierende Code zu ändern. Also die Code soll immer so schön wie möglich sein. Das ist das Hauptziel. Und man muss sehr viel Energie da geben. Eigentlich, man muss sich bedenken, wenn ich es nicht nett mache, dann kommt so ein hinter mir, der mir ermorden will. So ein. Und Extension-Methoden ist ein Weg, um das in ein paar Fälle besser zu machen. Also, Interfaces muss man sehr hübsch Cursor in der Präsentation. Interfaces, Schnittstellen sind eigentlich ein Kontrakt. Mit Extension-Methoden kann man das Kontrakt ändern. Aber wenn man einen Kontrakt ändern muss, dann muss man sich überlegen zwischen die beiden Kontraktpartner. Man soll nie einen Kontrakt ändern, ohne mit der Kontraktpartner sich zu unterhalten. Also man muss hier sehr vorsichtig sein. Also gebraucht das nicht, um die Code schwieriger zu machen, nur um die Code einfacher zu machen. Und deswegen, wieso nicht, wenn die Code schwieriger wird und Debugging schwieriger ist, als Code zu schreiben, und die Code so schwierig ist, dass man es eigentlich selber fast nicht mehr begreifen kann, dann kann man es auch nicht mehr debuggen. Deswegen schreibt so Code so einfach wie möglich. Oh ja, und mach keinen Fehler. Ja, Fehler sind teuer. Speziell, wenn es eine Weile dauert, bevor man sich den Fehler bemerkt. Wie länger das dauert, wie mehr das kostet. Ich habe ein Beispiel gemacht. Ich weiß gar nicht, wie heißt Suits auf Deutsch? Wie? Die Farben, okay. Ja, ich habe ein kleines Problem. Links funktioniert das Ohr eigentlich nicht. Also ich muss die Leute angucken, wenn die... also man kann, auf Englisch. Spades, Hearts, Diamonds, Clubs. Ein paar sind rot, ein paar sind schwarz. Gibt es hier Leute, die Bridge spielen? Gar nicht? Okay, weil das ist bei uns in Holland ziemlich populär als Kartenspiel. Bei Bridge gibt es auch noch eine Reihenfolge. Clubs sind niedrig, Spades sind wertvoll. Also wenn man spielt und man einen Kontrakt mit Spades hat und das gewinnt, bekommt man mehr Punkte, als dass man ein Bridge-Kontrakt hat mit Clubs. Und das kann man als ein Set verwenden durch das Flags-Attribut. Wer hat es schon mal gemacht in .NET mit Flags-Attribut etwas zu machen? Ja, es ist immer mühsam, dass man das braucht und AND und NOT und XOR, um mal zu gucken, ist ein Bitflag da oder nicht da. Ich wollte das einfacher machen. Also zum Beispiel Union, also zwei Subsets hinfügen. Oder Intersect. Mal
versuchen, ob etwas in einer Sätze ist. Und das kann man mit Extension-Methoden kann man das sehr bequem machen. Also habe ich ein paar Extension-Methoden geschrieben, die das für mich machen. Und das Beispiel ist hier, Card Suit, so Flags, die vier Farben und das Programm, was man auf die Folie schon gesehen hat. Zuerst werden die rote, die schwarze, die kleine und die große Sets werden gemacht. Dann wird die große Blacks, das sind die große, durchgeschnitten mit Blacks und so weiter. Und das Hübsche ist, dass man da, ich lasse zuerst mal die Output sehen. Ziemlich schnell, das ist Remote Desktop Connection. Reds, das sind alle rote, alle schwarze, alle wichtige, alle weniger wichtige, die Intersections, alle und so weiter. Und lass mal gucken, wie denn das funktioniert. Zum Beispiel Union. Und weil es eine normale, eigentlich für Compiler hier eine normale Methode ist, funktioniert das Debugging auch gut. Also das ist eine generische Union für ein Typ T. Und hier ist etwas ein bisschen schwach beim .NET Framework. Wenn man generische Datentypen hat, kann man hier nicht sagen, where T enumerable. Das geht nicht, bekommt man einen Kompilierfehler. Aber ein Enumeration Datentyp ist ein Struct, was immer diese Interfaces implementiert. Und wenn man das dahinter schreibt, dann ist es eigentlich äquivalent als ein enumerisches Datentyp. Und was dann passiert, ist, dass eine andere Klasse angerufen wird, wo die wirkliche Logik da drin ist. EnumHelper, EnumUnion. Und was der im Hintergrund macht, und das ist meistens viel schneller als die neuen Set-Datentypen, die in die neuesten .NET Frameworks dabei sind, ist das mit Bitflex zu machen. Also die Sets werden alle interpretiert als ein Int64 und dann im Hintergrund da, wird sowas gemacht. Also hier wird ein OR geschrieben. Und da gibt es natürlich ands, XORs und so weiter für die andere Set-Operation. Und das Ziel hier ist, dass man diese Code nur einmal schreiben muss. Der ist schwer zu schreiben, einfach Fehler zu machen und so weiter. Und dass man dann schöne Code zurückbekommt. Also einfach Code, die einfach zu begreifen ist. Ups, nein. Das hier. Das hier ist viel einfacher zu begreifen, als das mit den Boolean-Operatoren zu machen. Das ist das Ziel. Und damit ist das Schreiben von Extension Methods meistens schwieriger als normale Methoden zu schreiben, weil wir sehr gewisse Sachen machen müssen, aber auch nicht immer. Und man muss sich überlegen, mache ich mir die Mühe oder nicht? Das ist eine sehr wichtige Frage, um das vorher zu stellen. Dann gehen wir weiter mit noch ein paar Beispielen. Also vom Stack Overflow. Wer hat schon mal mit Stack Overflow experimentiert? Wer kennt sich das? Okay, das sind sehr super. Stack Overflow ist eine tolle Website. Ist wirklich tolle Website. Komm. Wer kennt kennt sich die Newsgroups
oder die Foren in das Internet aus. Die hat schon mal auf ein C-Sharp oder .NET oder VB-Forum Fragen gestellt. Die hat mal etwa Fragen gestellt in Newsgroups. Die hat mal Fragen gestellt per E-Mail. Gibt es hier dann keine Leute, die Fragen haben? Oder kommen alle zur Konferenz? Super, super. Stack Overflow und die dazugehörigen Websites Stack Exchange, das sind Websites, wo man Fragen stellen kann über Programmierbegriffe. Und alle Fragen, die sind kategorisiert. Also die haben Tags. Zum Beispiel diese Frage hat einen C-Sharp-Tag, ein .NET-Tag, ein Open-Source-Tag und ein Extension-Methoden-Tag. Und wenn man eine Frage stellt, muss man ein paar Tags hinfügen. Aber auch andere Benutzer können Fragen ändern und die Frage verbessern, die Liste von Tags verbessern und so weiter. Eigentlich ist das ein ähnlich als Wikipedia, aber dann für Fragen und Antworten. Also ein Community-Ding, das sich selber im Laufe der Zeit verbessert. Ein paar Fragen, ich glaube ungefähr 1% oder 2% der Fragen, die sind so gut, dass die promoviert werden zur Community-Wiki. Entweder von der Mann, Frau, die die Frage stellt, oder der Person, die eine Antwort gibt. Und man kann antworten, kann man bewerten. Und das hat mir das Idee gegeben, um mal eine Session zu machen, zu zeigen, was man mit Stack Overflow und die Antworten auf Stack Overflow in ein gewisses .NET-Bereich machen könnte. Weil es 124 Votes dafür gegeben hat, muss das, diese Extension-Methode kann dann nicht schlecht sein. Es garantiert natürlich nicht, dass es eine perfekte Extension-Methode ist, aber es ist ein guter Startpunkt, um mal zu gucken, ist das etwas für mich, was ich selber brauchen könnte. Und deswegen mag ich Communities im Internet so sehr. Es hilft mir, Dinge schneller zu lernen, schneller suchen zu können. Anderes Community-Ding, Twitter, kann sehr viel Zeit kosten. wie YouTube, auch ein Community-Ding, kann auch sehr viel Zeit kosten, aber kann auch sehr viel Zeit sparen. Wenn man sich das Suchen ein bisschen bequem macht, kann man sehr schnell Dinge zurückfinden. Also, diese ist die Top-Liste. Eigentlich eine ziemlich einfache Extension-Methode, nur dass der generisch ist. Also, da wird kontrolliert, ob die Liste die Source enthält. Und die Code, die man dann nicht mehr braucht, ist Code wie das. Wer hat mal solche Code geschrieben? Wer hat das mal mehr als dreimal gemacht? wenn ich etwas zu oft mache, und die Grenze hängt ab vom Projekt, aber meistens ist die Grenze etwa zwischen 5 oder 10. 10, dann bin ich schon recht irritiert. Mache ich das jetzt schon wieder? Und dann versuche ich nachzudenken, kann ich das bequemer machen oder nicht? Und wenn das Antwort nicht ist, ja, schade, mache ich das mal wieder. Und wenn das Antwort ja ist, versuche ich mal einzuschätzen, wie viel Zeit kostet mir das, um das besser zu schreiben. Und wenn das Antwort ist, kurz genug, dann schreibe ich das. Wenn das Antwort ist, ja, ich kann das wahrscheinlich selber nicht so schnell machen, suche ich auf das Internet. Gibt es schon eine Lösung dafür? Gibt es eine Lösung auf Stack Overflow mit genügend Wertungen? Ja, kann ich das mal versuchen zu gebrauchen?
gucke ich das mal an, ist es qualitativ gut? Wenn ja, gebrauche ich das? Das ist das Ziel, um solche Code einfacher zu schreiben. Also habe ich die meiste davon bei uns in die Bibliothek hingefügt. Diese habe ich die war so einfach, die habe ich nicht hingefügt. Aber die meiste, die habe ich hingefügt. Also hier gibt es eine gute Wahl von Extension-Methoden, die man gebrauchen kann. Und es gibt auch ein Beispielprogramm, wie man die dann gebraucht. Und wir kommen jetzt an einen Punkt, wo es wichtig ist, mal nachzudenken, wie man Extension-Methoden verwenden kann. Und wie man die am besten einteilen kann. Und es hat mit Organisierung von Code zu machen. Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, das zu machen. Man kann Extension-Methoden schreiben und dann alles in... das ist das falsche Beispiel. Wieso hat keiner mir gewarnt? Ja, den möchte ich haben. Okay. Man kann sich überlegen, ob man alles in eine Namespace haben will, zum Beispiel bo.extensions. Das Nachteil ist, dass jede Extension dann in dieser Namespace ist und wenn man dann sagt, using bo.extensions, bekommt man alle Extensions dazu. Auch die Extensions, die man nicht überall brauchen möchte. Also was ich gemacht habe, ist jeder Extension in seine eigene Namespace einzubinden. Das ist eine Wahl. Wenn man nicht viele Extension-Methoden hat, kann man auch sagen, ja, das machen wir jetzt nicht. Wir wählen eine einfache Namespace. Aber man muss sich bewusst sein, dass man die Wahl hat, um das so zu machen. Okay. Das berühmte int-Extension, das nicht funktioniert. Das Internet wird langsamer. Zum Beispiel Object-Extensions. Hier habe ich ein Ding gemacht, free oder nicht. Wer hat sich mal geärgert, dass man an einer Klasse nicht einfach sehen kann, ob er iDisposable implementiert. Dass man per Hand den Cast machen muss und Dispose anrufen muss. Das sind nicht viele. Es gibt ein paar Sprachen, wo man auf das ganz das obere Level von Objekt ein Free hat. Und was sich selber dann aus dem Speicher entfernt oder nicht. Wenn es nicht benötigt ist, wird nicht gemacht, wenn ja. Also das Dispose ist ein Niveau höher. Der Free macht das eigentlich de facto. Man kann jetzt auf jedes Ding Free anrufen. Und das kann wichtig sein und bequem sein, wenn man mit unterschiedlichen Versionen von einem Framework arbeitet. Wenn man eine Version 1 von einer Anwendung hat mit einer alten Version von das Framework, inzwischen weiterarbeitet an Version 2 mit neuen Framework-Änderungen, aber die Code geteilt wird von Version 1 und Version 2, dann gibt es Stellen, wo man iDispose anrufen kann in die Version 2, aber nicht in die Version 1. Also man kann mit so etwas Code vorbereiten auf eine neue Version von einem Third-Party-Framework, das iDispose implementiert. Und das ist wichtig, wenn man Software schreiben macht, dass man auch nicht denkt, was brauchen wir jetzt, aber auch was brauchen wir vielleicht in der Zukunft.
Also ziemlich viele Beispiele von mir sind Beispiele, um das Denken mal wie heißt das auf Deutsch? Anregen. Bitte? Anregen. Ja, anregen. Okay. Debug Log, auch ein Beispiel. Das ist ein Beispiel-Extension, der schreibt es nach System Diagnostic Debug oder nach Console Write Line. Natürlich, man hat die Tracing-Facilitäten in das Standard Debugging Framework. Aber das ist eine Art, wie man das auch machen kann. Braucht man nicht unbedingt so zu machen, aber man kann es so machen und es gibt Vorteile und Nachteile. Okay. Zurück zur das Ding hier. Das hier. Muss ich mal überlegen, was hier die nächste ist. Oh ja, MissQtel. Das ist eine, das bewertet mit 114, aber für mich ist er eigentlich wichtiger. Speziell, weil es solche Sachen da drin gibt. Wer hat mal versucht, ein Objekt nach XML, entweder Elemente oder Attributen umzuschreiben, um das Streaming immer selber zu spezifizieren? Das wird so eine Reihe Code immer. Und es kann so einfach sein. Diese Bibliothek ist nicht bei uns auf Codeplex da drauf. Der ist separat in Codeplex. Nein, der ist separat in ein CSV-Ding. Und das geht wirklich einfach. Oh, nach der VM. Der habe ich heruntergeladen. Aber das SVN, das SVN, das hat nicht gleich geklappt. Der habe ich mir heruntergeladen und hier expandiert, um das anzuschauen. Und das Ding ist wirklich, wirklich groß. Man kann Sachen machen, Range von 1 bis 5 oder von 1 bis 5 Step 2, also mit Inkrementen von 2. Und was hier passiert, ist, dass es einen Iterator zurückgibt. Also das Ding hier ist eine Extension-Methode, die gibt einen Range zurück und die Extension-Methoden, die werden erweitert, um das wirklich bequem zu machen mit Iteratoren. Also Erweiterungsmethoden sind nicht nur Ziel, eigentlich sind nie Ziel. Das ist eine Weise, um besser lesbare Code, besser unterhaltbare Code zu schreiben. Und es gibt Plätze, wo Erweiterungsmethoden nicht das Einzige ist, was man braucht. Es kann sein, dass man und Extension-Methoden und etwas anderes braucht, um seine eigene Code zu verbessern. Und das MissQtel-Framework ist ein sehr gutes Beispiel davon. Es ist wirklich groß. Also, wir haben nicht genügend. Hier kann man 3-4 Stunden überreden, um das alles zu erklären. Aber es ist ein sehr gutes Research-Bibliothek, mal zu gucken, was ist alles möglich. Es gibt hier Operator-Overloading. Wer hat mal etwas mit Operator-Overloading gemacht? Ja, es ist nicht ein einfaches Konzept, um mal mit anzufangen. Wenn man ein gutes Beispiel hat, zum Beispiel das hier, ist es viel einfacher zu begreifen, wie funktioniert es und wie kann ich das selber dann machen. So. Wie spät ist es eigentlich? Okay, noch eine Viertelstunde. Das wird klappen. Gibt es eigentlich schon Fragen? Okay. Das Ding hier ist ein Beispiel von einer sehr einfachen Erweiterungsmethode.
Normalerweise schreibt man String, Punkt Format und dann etwa zwischen Quotes und Curly Braces. Wie heißt Curly Brace auf Deutsch? Wie? Was für Klammer? Ah, okay. also String.Format ist hier, dann so ein Ding und dann die Parameter. Vielleicht ist F nicht eine sehr gute Name. Eigentlich ein sehr schlechter Name. Also könnte man zum Beispiel FMT oder wenn man keine Abkürzung möchte, Display oder With gebrauchen. Ich habe es implementiert mit With. Und weil es in das .NET Framework ein paar Varianten von Format gibt, braucht man dann auch ein paar Varianten von die Extension Methode zu schreiben. Also sieht man hier eine Reihe von With. Und die sind nur als Extension-Methode dabei, weil das .NET Framework auch mehrere Overloads von das Format hat. Deswegen braucht man mehrere Versionen. Und das Framework, wer weiß eigentlich, wieso das Framework mehrere Versionen von das Format hat? Historisch bedingt? Nicht historisch oder hysterisch. Ist noch ein anderer, der... Ich werde das nicht so machen, wenn es falsch ist. So ärgerlich bin ich dann wieder nicht. Okay. Performance. Es ist jetzt für das Framework möglich, um das schneller zu verarbeiten als der, das ist der normale Fall, mit einer Reihe von mehr als drei Parametern. Also das Maximum ist drei Parameter und das ist deswegen so, weil die meisten Prozessoren, wo auf das .NET Framework laufen kann, drei oder vier Prozessorregister hat, wo man Parameter einfügen kann. Das ist der Grund. Geschwindigkeit. Und das Resultat ist, dass man dann mehrere Overloads gebraucht. Selber hätte ich das eigentlich lieber nur dieser gehabt. Viel einfacher zu lesen. Naja, leider. Okay, dann noch ein weiter. Und der ist auch nicht komplex. Das ist ein Extension, ein paar Extensions für das Random-Objekt. Also wenn man ein initialisiertes Random-Objekt hat, also nicht immer ein New Random machen, wenn man ein Random-Objekt gebraucht. Das irgendwo global machen. Und das wieder gebrauchen. Ist das hier unserem Glückstag? Meistens nicht. Meistens das ist etwas next von 200 Millionen. und das hier, I like C-Sharp, VB oder Basta. Wir mögen alles, ne? Der ist wirklich einfach. Aber die Code, die man bekommt, die ist so viel einfacher, dass es ein wichtiges Beispiel von Extension-Methode ist. Und deswegen hat er auch eine hohe Bewertung auf Stack Overflow bekommen. Okay. Wer kennt sich John Skeet aus? Bitte? Er beantwortet ja quasi alles aus der
Ja, eindelijk ja. der man. Zoeken te leren, site, colon, stackoverflow.com. Nur resultaten in im Stackoverflow bereich. Der Mann hat eine Bewertung von fast 300.000 und er ist Mitglied 2,5 Jahre. Sein Beruf ist C-Sharp-Bücher zu schreiben, in die C-Sharp-Betas zu arbeiten und Lesungen geben. Das ist nur, was er macht. Und deswegen ist er sehr aktiv auf Stack Overflow. Das sind ein paar Topics über John Skeet auf die meta.stackoverflow-Site. Das ist die Stackoverflow-Site nicht für technische Fragen, aber für Fragen und Diskussionen über Stack Overflow selber. Das wirkt wirklich toll. Soll eine Person folgen, kann man auch sehen, was für Fragen und Antworten sind interessant, was fragt er sich selber. Also zuerst eine Liste von Fragen. Und dann hat er in zwei Jahre Zeit 12.500 Antworten gegeben. Ich will gar nicht wissen, wie viele Antworten das pro Tag sind. Aber man kann sehr viel davon lernen. Und das ist das Hauptziel, wofür ich Stack Overflow zeige. Dass man von Stack Overflow und die Benutzer von Stack Overflow sehr viel lernen kann. Und es gibt mehrere Wege, um sich in Stack Overflow mal einen Weg zu suchen. Und von zum Beispiel einem User, ein populärer User, das ist ein sehr guter Startpunkt, um anzufangen. Okay, weiter. Comparisons. Das hier. Das ist natürlich sehr einfach zu lesen. Also nicht mehr if wird größer als 3 und kleiner als 7. Oder ist es größer als 3 und kleiner dan 7? Was habe ich hier gemeint? Das hier ist vielleicht nicht die korrekte Name, weil man sich überlegen muss, und das muss man mit jeder If-Statement, ist die Untergrenze und die Obergrenze inklusiv oder exklusiv? In Range ist ein besserer Name. Der sagt de facto, dass die beiden Grenzen inklusive sind. Das hier mit in range kann man sehr einfach lesen, statt das komplexe If-Statement. Und das ist leider, dass dies nur eine Bewertung von 52 gekriegen hat. Das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, wo man komplexe Code viel, viel einfacher mitmachen kann. Und deswegen hat es auf Stack Overflow auch eine Diskussion gegeben. Und das ist wirklich das Hübsche von Stack Overflow. Es ist organisiert mit Fragen, Antworten und Kommentar. Also es ist nicht wie eine E-Mail-Reihe, dass man entweder oben oder unter das Antwort bekommt und sich alle Messages selber durchlesen muss, um zu suchen, was ist interessant, was ist nicht interessant. Die Frage ist interessant, das Antwort ist interessant und die hoogst bewertete Kommentare sind interessant. Also Stack Overflow ist ein richtig gutes Filter für Information, die gut ist und nicht gut ist. Und damit bequemer als alle bisherige Wege, um Fragen auf das Internet beantwortet zu kriegen. Viel besser als das jetzt
auf abonnementbasiertes Experts Exchange. Früher war Experts, wer hat mal Experts Exchange gebraucht in Vergangenheit? Früher war das ein sehr guter Weg, Antworten zu kriegen. Jetzt ist es Stack Overflow und vielleicht in 5 Jahre Zeit gibt es eine neue Methode aufs Internet, neue Technologie oder sowas, was noch viel besser ist. Und das ist wichtig, sich davon bewusst zu sein. Technologie von heute, Wege, die man heute gebraucht, die können in ein paar Jahre Zeit nicht mehr benutzt sein. Wer hat früher mal die Yahoo hat, glaube ich, damit angefangen. War Yahoo populär in Deutschland als Portal? Was ist ein wichtiges Portal in Deutschland? Bitte? Gibt es keine ganz große Portale in Deutschland, die Informationen organisieren? Okay. Yahoo hat angefangen, Webpages zu machen, konzentriert auf Topic und da interessante Links hinzufügen. Das ist jetzt alles tot, weil es so viele Links auf die Seiten gab, dass die zu groß würden, um wieder um durchzulesen. Dann kamen die Suchmaschinen. Wenn man jetzt etwas sucht mit Google, bekommt man ein Zillion Resultate. Die oberen Resultate sind nicht immer gut, weil es jetzt SEO gibt, Search Engine Optimization. Also dass Dreckseiten oben in die Liste kommen. Nee? ich glaube, vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen her, Bayerische Motorwerke, die hätten da einen SEO-Fehler gemacht. Und die sind von Google aus dem Suchindex entfernt worden. Jetzt Stack Overflow, ein guter Weg, um an Informationen zu gelangen. Und vielleicht in 3, 4 Jahren. Okay. Ah, Bier für Fragen. Okay. Super. Wer hat mal eine gute Frage? Keine? Keine Hände? Hey, denk mal ein bisschen nach. Ich öffne schon eine für die erste Frage. Ad Range. Natürlich kann man, wenn man eine Liste oder sowas instanziert, die Initialisierungsparameter mitgeben. Aber man kann nicht immer am Anfang schon wissen, was da drin sein muss. Eigentlich in täglicher Code weiß man fast nie am Anfang, was genau da drin sein muss. Und das später hinfügen, muss man Add von 5, Add von 4, Add von 8, 4, so eine Reihe Code. Sowas ist viel einfacher. Und hier sieht man, dass man, wenn man das generisch löst, dass es dann einigermaßen schwer wird. Ja, was sind dann die Where Restrictions, die man auf das Typ T und S weitergeben muss? Also das Schreiben hiervon ist schwierig. Aber das Resultat ist einfach zu benutzen. Das soll in einer Bibliothek sein, das soll täglicher Code sein. Okay, dann glaube ich, dass wir fast am Ende sind. Das Ding hier. Ich habe schon so viele Try-Catch-Statements gesehen, mit hier dann so eine Liste von Code, um die Exception dann auf die korrekte Art und Weise irgendwo in der Event-Log oder eine Log-Datei und so weiter zu kriegen. Wenn man in der Bibliothek eine Extension-Methode hat, Log,
dat je ze zelf uitzoekt. Wat voor een art extension is het? Moet deze art in de event log zijn? En in de logdatei? Of nur in die event log? Of nur in de logdatei? Of is het zo schwer dat we jetzt Herr Direktor een e-mail schrijven moesten dat die website wieder schon plat is? Dat kan man hier organiseren. Also op een centrale punt dat te maken. En de grond dat dat op die exception-ebene is, is dat man niet immer invloed had op die exception-objecten, die exception-klassen, die man in andere frameworks hat. Zum Beispiel, man kauft sich eine schöne Razor-Library an oder eine schöne MVC-Bibliothek oder eine schöne Object-Relational-Bibliothek, wie zum Beispiel Nhibernate. Oh nein, das ist Open Source, das ist kein gutes Beispiel. LLBLGen, wer hat schon mal etwas mit ORM gemacht, Objekten in Datenbanken zu speichern? Okay, ein paar Leute. Da weiß man nicht, was die Basis-Exception ist. Und die Basis-Exception dort kann man nicht ändern, um so eine Methode hinzufügen. Und deswegen sind solche Extension-Methoden wichtig, weil man das, dann das hier die Logik konzentrieren kann. Und das ist eigentlich das Hauptziel, was ich hier heute erklären möchte. Gebrauche die Extension-Methode, um deine tägliche Code einfacher und besser begreifbar zu machen. Schreib nicht unbedingt alle Extension-Methoden selber. Guck mal herum auf Websites oder Foren oder Stack Overflow und so weiter für gute Beispiele. Frag mal eine Kollegin, hast du mal etwas damit experimentiert? Man kann sich nicht alles selber schreiben, oder selber aufsuchen. Man braucht andere Leute, andere Wege, um Informationen zu kriegen. Letztes Punkt, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ich habe schon gesagt, dass die Namespace-Namen sehr wichtig sind. Durch die Using von der Namespace sieht man die Erweiterungsmethoden und kann man die gebrauchen. Das Hübsche, wir haben noch eine Viertelstunde. Das Hübsche ist, dass man mit Extension-Methoden eine Vorbereitung machen kann auf eine Änderung, die später in einer Bibliothek stattfindet. Also man schreibt jetzt eine Extension-Methode, zum Beispiel für das String-Format. Weil man weiß, dass in die nächste Version von das Framework wird es ein Format-Instance-Methode auf das String-Objekt geben. Das Hübsche ist, man kann jetzt die Extension-Methode schreiben und gebrauchen, genauso wie das in die nächste Version vom Framework kommt. Und wenn dann in das Framework ist, dann wird nicht die Extension-Methode gebraucht, sondern die Instance-Methode, die in die nächste Version hingefügt ist. Wenn es zwei Methoden mit dieselben Namen gibt, auf der Instanz oder als Extension-Methode, wird der Instanz-Methode gebraucht. Namespaces ist das umgekehrt. Also wenn man ein Namespace gebraucht, wo drin Extension-Methoden sind, wird nicht die Namespace gebraucht, wenn das schon auf der Instanz da ist. Namespaces funktioniert umgekehrt. Man kann oben in den Quelldatei ein Using gebrauchen und bei der Klasse. Und die Namespace, die nachher an das Gebrauch da dran ist, die sieht man. Kleines Beispiel. Es funktioniert eigentlich genauso wie eine normale Klasse. Das ist das Ding hier. Nee. Oh. Ja. Demo scoping. Oh, wo ist mein scoping? Okay, hier. Ah, hier. Scoping demo.
Ich habe das in eine separate Klasse gemacht. Also man hat hier ein Using von scoping-extension.author. Und das ist eine Extension für die Class Objekt, also für alles. Und er macht toString. Und die wird nie gebracht, weil es auf Objektebene schon eine Instance-Methode toString gibt, wird diese nie angerufen. Es gibt auch eine Erweiterungsmethode showScope. Und ihr zeigt hier scopeExtension.author. Es gibt genauso ein Ding hier. Die hat eine andere Namespace, scopingExtension.inner. Und die hat auch ein showScope. Und er zeigt scopingExtension.inner. Und hier in der Scoping-Demo können wir das genau sehen. Es ist ein Using von Outer und ein Using von Inner. Und diese hier wird gebracht. Das kann man auch sehen. Also, hier habe ich versucht, da drin zu springen. Hat es nicht gemacht. Was passiert ist, ist, dass hier System.Object weggeschrieben ist. Das ist der toString von System.Object, der ist angerufen geworden. Und dann hier wird der showScope von die innere Namespace gebracht. Es gibt Projekte, wo man lieber die Usings hier hat. Und es gibt Projekte, wo man lieber die Usings hier hat. Versuch, die zwei Arten von Using nicht zu mischen. Es ist schwer, um dann zu sehen, was wird tatsächlich gebraucht. Was ich hier im Hintergrund habe, ist CodeRush. Der zeigt mir, was gebraucht wird und was nicht gebraucht wird. Aber das funktioniert nur, wenn es ein paar Namespaces gibt und nicht so viele Sachen in der Namespace drin sind. Wenn es viele da drin sind, dann werden die fast nie grau und kann man eigentlich nicht mehr sehen, was ja oder nein gebraucht wird. Also das ist für das Scoping wichtig. Und dann als letzte. Wie kann man sich selber suchen, ob eine Bibliothek Extension-Methoden enthält? Man hat auch dafür auf Stack Overflow ein Antwort. So ein Teil von Quellcode, was selektiert, welche Klasse und welche Methoden Extension-Methoden sind. Es ist eigentlich in der Praxis viel einfacher. Such nach der Extension-Attribut durch Reflektor. Ich zeige es mal. Und ich habe versprochen, dass ich etwas über Reflektor. Ja, ist kein Problem. Wie hat Reflektor schon mal gebraucht in der Vergangenheit? Okay. Es war geschrieben von Lutz Röder. Der hat eine Weile her, weil er nicht genügend Zeit hat, um neue Versionen zu schreiben, an Redgate verkauft. Die Redgate-Leute haben dann gesagt, ja, es wird immer frei sein. Also der Zeitkontrolle braucht man vielleicht eine neue Version, ist noch immer da drin. Und ab nächste Woche wird es keine freie Version mehr geben. Das Resultat ist, dass es jetzt mindestens zwei kommerzielle Alternativen gibt von kommerziellen Leuten, aber die umsonst freigegeben werden. Zum Beispiel JetBrains. Mit Hadi. Hadi ist nach meiner Session hier für die JetBrains-Abend. Der wird es unbedingt zeigen. Es gibt ILSpy, das kommt aus die, ich glaube, aus die Mono-Ecke. Und es gibt Cecil, und das Hübsche ist,
Cecil und Cecil ist genau Massereflektor intern auch gebracht. Also es sind jetzt Leute, die schreiben eine Umgebung, eine User-Oberfläche um die C-Cell hin, was wahrscheinlich im Ende besser werden sein, als heute die Reflektor ist. Ja, jetzt haben wir das noch. System, Runtime, Compiler Services, Extension Attribute, das braucht man hier. Und dann suche ich jetzt, wo das gebraucht wird. Und dann sieht man hier, wo in das .NET Framework 4 überall Extension Methoden sind. Und natürlich hier. Also das ist eine einfache Art, um das Übersicht mal zu haben. Okay. Wer hat eine Frage? Keiner? Naja. Dann bin ich zwischen euch und Bier. Also vielen Dank, viel Spaß auf die Rest von der Konferenz.